Die Wirtschaftskammer Tirol hat auch heuer wieder den Tag der Tiroler Tourismuswirtschaft auf der FAFCA gehalten. Wirtinnen und Wirte aus ganz Tirol treffen sich auf der Messe zum Austausch mit Kollegen, Kammervertretern und politischen Entscheidungsträgern. Nach einer guten Sommersaison 2016 ist die Stimmung in der Branche gut. Dennoch gilt es gut gewappnet, in die Zukunft zu gehen. Zum einen ist es auch die Tourismusgesinnung, wo wir wirklich schauen müssen, dass wir da wirklich eine breite Basis auch für den Tourismus erhalten, weil es auch wichtig ist, dass wir Projekte weiter betreiben können. Und da ist die Politik aufgefordert, hier wirklich zu schauen. Und deshalb sind wir heute auf der FAFCA, um diese Dinge natürlich vor Ort und authentisch zu erfahren. Wir reden heute über die vielen kleinen Probleme, die wir haben, über die Anfeindungen, die politischen und so weiter. Aber vor allen Dingen reden wir über den Arbeitsmarkt, weil das eigentlich die Challenge der Zukunft ist und wir doch hier auch einmal das Ganze besprechen wollen. Wir haben heute einen Experten hier auch und darüber wollen wir in erster Linie reden. Der Tag der Tiroler Tourismuswirtschaft auf der FAFCA. Ein Treffen mit vielen interessanten Fachgesprächen, aber auch der gemütliche Teil darf bei Gastronomen freilich nicht zu kurz kommen. In der Tirol Lounge, zu Gast bei den Tiroler Jägern und Tiroler Schafzüchtern, ist der Messetag dann ausgeklungen.